Alzheimer ist eine neurodegenerative Krankheit, bei der es unter anderem zu massiven Einschränkungen der Gedächtnisleistung kommt. Weitere Symptome sind eine Beeinträchtigung der allgemeinen intellektuellen Fähigkeiten, emotionale Instabilität und Veränderungen der Persönlichkeit. Noch immer stellt diese Krankheit eine große Herausforderung für die Medizin dar. Um eine Krankheit heilen zu können, muss man sie verstehen. Schlangengift kann uns hierbei behilflich sein. Hat man die Krankheit verstanden, kann man anschließend Maßnahmen für eine gezielte Therapie ergreifen. Für dieses komplexe Thema habe ich Wolfgang dabei. Wolfgang ist ein studierter Biologe, der selbst einen YouTube-Kanal führt. Fangen wir am besten an. Die Vertreter der Gattung Dendroaspis, besser bekannt als Mambas, gehören zu den gefährlichsten und gefürchtetsten Schlangen Afrikas. Der Biss einer Mamba, egal ob grüne oder schwarze Mamba, kann für einen Menschen tödlich enden. Im Gift dieser Schlangen befinden sich hochwirksame Nervengifte. Diese bestehen aus Proteinen, die sich mit bestimmten Rezeptoren im Nervensystem verbinden und deren Funktion beeinflussen, wodurch es zu einer Lähmung kommt. Der Tod tritt hierbei durch Atemlähmung ein. Solche Nervengifte haben eine hohe Selektivität für bestimmte Arten von Rezeptoren. Aus diesem Grund kann man sie dazu verwenden, um solche Rezeptoren effektiv nachzuweisen. Hierbei wird das Toxin mit einem Farbstoff markiert und anschließend auf das zu untersuchende Gewebe gegeben. Die Toxine verbinden sich mit den Strukturen, für die sie selektiv sind. Anschließend wird das Gewebe gewaschen. Ungebundene Toxine werden ausgewaschen. Übrig bleiben die Toxine, die sich mit den Strukturen verbunden haben, wodurch diese gefärbt werden. Auf diese Weise kann man verschiedene Krankheiten untersuchen, bei denen Rezeptoren eine wichtige Rolle spielen, wie zum Beispiel Alzheimer. Sogenannte muscarinische Toxine, die man aus dem Gift der Mambas isolieren konnte, verbinden sich mit bestimmten Typen von Muscarin-Rezeptoren. Diese Rezeptoren erfüllen verschiedene Funktionen, unter anderem sind sie auch an der Regulation des Gedächtnisses für Lernvorgänge und an anderen kognitiven Prozessen beteiligt. In einer Studie hat man mit Hilfe der muscarinischen Toxine aus der grünen Mamba Dendroaspis angusticeps herausgefunden, dass die Anzahl eines bestimmten Typs von Muscarin-Rezeptor im Hippocampus stark reduziert ist. Der Hippocampus ist ein Teil des Gehirns, der für die Entstehung des Gedächtnisses wichtig ist. Diese Erkenntnis ist ein wichtiger Fortschritt in der Erforschung von Alzheimer. Die verschiedenen Komponenten aus den Giften von Schlangen kann man nicht nur als molekulare Werkzeuge zur Untersuchung von Rezeptoren verwenden, man kann Medikamente aus ihnen herstellen. Aus dem Gift der Lanzenotter isolierte man beispielsweise eine Komponente, die zur Erweiterung der Blutgefäße führt. Diese lässt sich als Medikament gegen Bluthochdruck einsetzen. Das war's auch schon. Kennt ihr jemanden, der an Alzheimer leidet? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten sind wir auch gerne offen für eine kleine Diskussion in den Kommentaren. Der Kanal von Wolfgang ist in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut auch da gerne vorbei, dort gibt es mehr zum Thema Schlangengift. An dieser Stelle verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao!